Liebe Briefmarkensammler, wir haben im Rahmen der Fälschungsbekämpfung eine 80-Pfennig-Posthorn zu sehen bekommen, die mit anderen angeblich postfrischen Posthornmarken verdächtig aussah. Die anderen Marken, die zeigten Gummireste in den Zahnspitzen oder sogar bildseitig auf der Marke. Und bei der 80-Pfennig, die bisher nicht gelöscht wurde, fiel noch ein besonders breiter Rand auf. Woher der kommt, wissen wir eigentlich, denn das sind Ganzfälschungen im Buchdruck, die etwas andere Zähnung haben und zu breite Ränder. Ich habe die Marke, das war ein schräges Foto, gerade gestellt und so ausgerichtet, dass das Markenbild mit einer echten 80-Pfennig-Posthorn zu 100% übereinstimmt. Oben drüber, was ich jetzt gerade wegschiebe, sehen wir die Fälschung. Unten drunter liegt eine echte 80-Pfennig-Posthorn in besonders schönem Zustand. So viel muss sein. Wir schieben jetzt die Ganzfälschung drüber und sehen, dass das Bild so weit kalibriert ist und in sämtliche Richtungen so weit verschoben ist, dass wir das Bild vollständig zur Deckung bekommen. Warum das so gut klappt, ist völlig klar. Die Buchdruckfälschung zeigt natürlich 100% original die Zeichnung der echten Marke. Wir können das jetzt auch noch ein bisschen verstärken. So sehen wir jetzt die Fälschung zu 100%. Das Bild wird uns dann auch bekannt vorkommen. Ich fahre das jetzt mal wieder runter auf 50%. Und jetzt versuchen wir mal, die Zähne zur Deckung zu bringen. Und da, wir haben es natürlich schon vorher gesehen, dass die Fälschung viel zu groß ist. Wir sehen es insbesondere oben und unten. Aber versuchen wir mal unten zunächst die Zähne zur Deckung zu bringen. Wir fangen links an. Unten stimmt die Zähnung wohl. Jetzt versuchen wir das mal mit rechts und links. Fangen wir mit links an. Gucken wir auf den Zahn Ecke oben links. Und dann sehen wir, dass die Ecke unten nicht in einem Zahn, sondern in einem Loch endet. Also die Ganzfälschung hat senkrecht eine abweichende Zähnung. Wir können auch hier nochmal schauen auf der rechten Seite. Wir kalibrieren auf den Eckzahn oben rechts. Der deckt sich in dieser Höhe und läuft ganz furchtbar auseinander. Unten kommen wir an auf einem Loch statt auf einem Zahn. Theoretisch wäre es natürlich noch möglich, dass die Marke vollständig hinterlegt wäre, verbreitert wäre und ringsherum nachgezähnt ist, natürlich abartig. Die Marke ist die bekannte Ganzfälschung, genauso sehen die aus und wir können auch nochmal in einem anderen Versuch die Fälschung über eine andere Ganzfälschung drüber kalibrieren.